Moin, einmal Schnellzug nach Büchen. Zwischen Preetz und Aschberg hat ein Tankzug einen Lokschaden. Kann Stau geben. Die neuen Loks sind alle für'n Arsch. Nimm mal eine vernünftige Lok. Und nimm auch mal den weißen Container damit, der steht da schon seit Wochen rum. Keine Ahnung, was da drin ist. Um 9 Uhr und 23 Sekunden geht's los. Also gleich. Ja, eine Baureihe 232 bringen wir heute von Kiel über Lübeck nach Büchen. Und es geht schon gleich los. Upsala. Bremse lösen. Und los. Ach, noch ein anderer alter Wagen, der da hinten dran hängt. Der stand da wahrscheinlich auch noch irgendwo rum. Das ist aber eine ganz schöne Slalomfahrt hier. Jetzt dürfen wir 60 fahren. Ich werde diesmal etwas weniger reden, was meiner Krankheit geschuldet ist. Wir haben hier noch schöne Formsignale. Grün. Das war jetzt ein Hauptsignal. Das Vorsignal war diese Tafel vorher, die nach hinten geklappt war. Hier der Fahrdienstleiter. Für Kiel Nord vermute ich. Ne, Kiel Süd, weiß ich nicht. Was ist denn da los? Ah. Wir fahren nach links. Ein Glück. Ich dachte, dass es hier einen kleinen Unfall jetzt geben könnte, aber. Zum Glück hat der andere Zug gewartet.
120 dürfen wir hier fahren, meine ich eben gelesen zu haben. Die 80 hier links ist die Geschwindigkeit nach dem nächsten Signal. Da werde ich aber noch ein Hinweisschild bekommen für. So sieht der Zug von außen aus. Sehr wichtig auch das Bordbistro, das hinten noch dran hängt. Die Fahrt geht ja schließlich etwas länger. Die 120 lässt sich gar nicht so einfach erreichen. Aber ich denke mal, dass wir die noch erreichen werden. Das dauert nur etwas. Diese Baureihe hier kann definitiv 120 fahren. Vielleicht sogar noch schneller. Aber hier dürfen wir nicht schneller fahren. Und auch praktisch, diese Baureihe hat eine Bremse integriert, eine hydraulische. Heißt, wir können ohne hier diesen Bremshebel rechts betätigen zu müssen, einfach etwas abbremsen. Hydraulische Bremsen funktionieren über Strömungswiderstand im Getriebe. So, das war jetzt die Warnung, dass wir auf 80 runter sollen. Und Zwangsbremsung. Nee, eine Zwangsbremsung war das so nicht. Die haben ja gerade noch rechtzeitig abgebremst. Es war nur eine unprofessionelle, starke Bremsung und das war's. Also nur halb so wild. Leider wackelt der Mauszeiger etwas, also liegt wahrscheinlich an Wine. Ich habe das ja hier auf meinem MacBook laufen unter Linux. Der Mauszeiger ist etwas träge, deswegen kam ich nicht so schnell ran. Und Ö und Ä funktionierte nicht. Nervig, dass wir jetzt hier abbremsen müssen. Das hat vielleicht mit diesem besagten liegen gebliebenen Zug zu tun. Ah ja, hier haben wir ein gelbes Vorsignal. Das sah schon wieder sehr gefährlich aus. Also man muss hier viel Vertrauen haben in den Fahrdienst. Um hier keine frontalen Zusammenstöße zu haben. Rahlsdorf. Stolze 5 FPS haben wir hier.
So. Grün, grün, grün. Nach dieser Ausgangsweiche können wir also wieder auf 120 beschleunigen. Wenn der Rest des Zuges auch durch ist. Dieser Güterwagen scheint auch für 120 geeignet zu sein. Sonst wären wir ja schon entgleist. Sonst wäre der schon entgleist. Jetzt auch mal mit Audio. Ich hab die Kopfhörer rausgezogen, damit nicht nur ich diesen tollen Motorenkrach hören darf, sondern auch der Zuhörer oder Zuschauer. Hier haben wir ein Vorsignal und das Vorsignal ist grün. Oh nein, ich fahr zu schnell. Über 120. So. In Preetz haben wir ein rotes Signal. Ja, etwas Geduld haben wir. Hoffentlich. Ja, für die englischsprachigen Lokführer nochmal. Jetzt ist schon das nächste. Noch sind wir nicht am Hauptsignal angekommen. Ich fahre mal vor bis zum roten Signal. Und da vorne ist es schon.
Immerhin gibt es hier Bänke. Wäre mal zu interessant, zu schön zu erfahren, was in diesem weißen Container drin ist. Aber das werden wir vermutlich niemals erfahren. Ah, interessantes Detail sind hier rechts die alten Andreas-Kreuze, wie sie in Osten, also in der DDR, üblich waren. Da hat man ein integriertes Blinklicht im Andreas-Kreuz drin gehabt. Die werden oder die wurden ersetzt nach der Wende. Fast alle. Jetzt kann ich etwas auf den Fuhrpark hier eingehen oder auf die Wagen, die wir da haben. Ja, etwas Geduld. Geduld schreibt man groß. Aber egal. Als FDL muss man sowas nicht wissen. Wir haben hier drei Doppelstockwagen. Und das sind nämlich Reichsbahn-Doppelstockwagen. Dann haben wir noch zwei IC-Wagen. Einer von beiden, wie gesagt, hat ein Bordbistro an Bord. Dann haben wir einen alten Reisezugwagen auch noch mit dabei. Für die Nostalgiker an Bord. Und dann eben diesen besagten weißen Klotz am Bein. Und jetzt geht's wahrscheinlich gleich weiter. Ich löse schon mal die Bremsen. Mal gucken, ob wir irgendwo wegrollen. Diese Baureihe 232 hat einen Dieselmotor und der ist über eine hydraulische Kupplung mit den angetriebenen Rädern verbunden. Und ich meine, also wir haben hier drei Achsen, mal zwei, also in jedem Drehgestell haben wir drei Achsen. Und ich meine, die mittlere ist angetrieben und die beiden äußeren immer jeweils nicht, aber das weiß ich nicht genau. Ist auch egal. Kann man eh bei Wikipedia nachlesen. Tja. Die Geduld haben wir. Ich zumindest. Ich bin ja sowieso krank, ich habe nichts Besseres zu tun. Ja, wenn man nach links guckt, steht hier 160, aber das ist nur ein Anzeigefehler. Schiebefenster, durch das man rausgucken kann. Der Zeitbehälter, da war ja was.
Zeitbehälter und Bremszylinder, das ist beides Teil des der Druckluftbremse. Der Zeitbehälter ist ein Behälter, der Druckabfälle registriert irgendwie. Irgendwas war da. Wenn es einen Druckabfall in der Leitung gibt, einen deutlichen, dann wird der Luftdruck im Zeitbehälter genutzt zum Bremsen. Irgendwie so. Du, du, du. Bald geht's bestimmt weiter. Ah ja, hier ist die Notbremse. Die werden wir bestimmt noch ein paar Mal brauchen. Sehr aufregend, dieser Teil. Ja, wir haben noch ein Problem. Na super. Immerhin kriegen wir hier Bericht. Na, was ist denn das andere Problem? Das werden wir bestimmt bald erfahren. Vermutlich Krieg. Oder so ähnlich. Ja, und dieser Mensch hier steht einfach die ganze Zeit rum, ohne irgendwelche Hobbys zu haben, offensichtlich. Er steht wohl einfach nur gerne herum. Wer kennt das nicht? Vielleicht guckt er sich den Container an und überlegt, was da drin sein könnte und was das für ein merkwürdiger Zug ist. Da drüben steht auch jemand rum, das ist vermutlich sein Bruder. Vielleicht sind das Hardcore-Trainspotter, die sich sogar stehende Züge angucken. Spektakulär. Würde ich meine Videos schneiden, würde ich das jetzt hier alles rausschneiden, diese Wartesequenz. Andererseits gehört das auch zum Leben eines Lokführers dazu, einfach mal stundenlang zu warten. Und dann gibt es nicht mal Radio in Zügen, in Loks. Vermutlich würde der reale Lokführer jetzt auf sein Smartphone gucken.
Da ist er ja schon. Jetzt bin ich aber gespannt, was das andere Problem war, das der FDL angekündigt hat. Mann, oh Mann, ist das ein langer Zug. Ja, alles klar. Ein Schnellzug ist hinter dem Güterzug her. Leider müssen Sie ihn auch noch durchlassen. Vielen Dank. Aber gerne doch. Ich bin doch nett. Wobei ich mich hier frage, wofür der Dank gilt. Ich könnte jetzt auch sagen, nö, ich fahre einfach los. Pech gehabt. Müssen wir dann sehen, wie wir durchkommen. Hahaha. Naja, ein netter FDL halt. Egal. Mit uns kann man das ja machen. Wer mit so einer Kombination hier unterwegs ist, der hat sowieso nichts zu befürchten. Wobei ich das kurios finde. Ich denke, in echt würde ein solcher Zug doch bestimmt von Trainspottern nur gerade so überlaufen werden. Also, da sitzt ja auch keiner drin im Wagen. Wenn das echt wäre, wäre der Wagen wahrscheinlich, also der hier rechts, der wäre wahrscheinlich überlaufen von so übergewichtigen Bahnfans, die mit ihren Handykameras aus dem Fenster rausfilmen und so ihre Enkel mitgebracht haben, die überhaupt nicht verstehen, warum sie das Ganze machen. Und was haben wir tatsächlich da? Nur einen einzigen, der überhaupt nichts macht. Der andere Schnellzug müsste ja jetzt eigentlich kommen. Die Baureihe 232 wurde im Osten gebaut. Ich meine, dass sie sogar in der Sowjetunion gebaut wurde. Meine ich. Also eingesetzt wurde sie in der DDR, aber gebaut meine ich nicht in Deutschland, sondern in... Ah, wo hätte das gewesen sein können? In Russland vielleicht? Und diese Baureihe wird nur noch im Güterbereich verwendet oder ganz selten für Ersatz für zum Beispiel bei Intercity-Zügen. Also ich habe ja hinten auch zwei Intercity-Wagen dran. Für sowas werden die selten auch noch verwendet, aber meistens werden die nur noch verwendet für Güterzüge. Die sind nämlich ziemlich stark, diese Loks. Sie können nicht so super schnell fahren, wie man hier gesehen hat, aber sie sind stark. Und sie pusten schwarzen Rauch oben heraus. Das ist auch sehr realistisch, der Teil. Ah, bei den Wagen zu beachten ist, wir haben keine Klimaanlage. Wir haben nur ein normales Belüftungssystem, aber wir haben keine Kühlung der Luft. Also im Sommer, wenn das sehr heiß wird draußen und die Sonne hier rauf scheint, kann das da drin sehr warm werden. Die aufgerüsteten Wagen mit Klimaanlage erkennt man daran, dass sie hier oben noch so Belüftungsgitter haben. Zusätzliche.
Jetzt wird's aber mal Zeit, dass der blöde Schnellzug kommt. So sehen diese Doppelstockwagen im unteren Geschoss aus. In der zweiten Klasse, vermute ich. Eine erste Klasse habe ich natürlich auch. Erkennbar am gelben Streifen. Ja, wir werden hier auf dem aktuellen Stand gehalten, das ist nett. Das ist deswegen nett, weil wir das dann nämlich an die Fahrgäste weitergeben können. Ich kann dann eine Durchsage machen, so. Ja. Ja, liebe Fahrgäste, wir können gleich auch weiterfahren. Der Schnellzug, der uns entgegenkommt, der ist gleich da. Machen Sie mal die Zigarette aus, kommen Sie mal wieder rein in den Zug, gleich geht's weiter. Und Ihre Schwiegermutter sollten Sie auch doch wieder in den Zug reinholen. Auch wenn ihnen das nicht so lieb ist. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Das ist halt immer noch was Persönliches, Sympathisches, wenn so ein Lokführer oder so ein Zugbegleiter so witzige Ansagen macht. Das hat so persönlichen Charme. Kann gern auch mal unkorrekt sein. Hauptsache, das ist so kernig und lustig, dass dann so die älteren Damen was zum Lachen haben. Ich habe mich mit einem befreundeten YouTuber letztens unterhalten, der auch Eisenbahnspiele spielt, aber Videos irgendwie keine macht. Und ich habe dann mal gesagt, ja, einfach mal ein Video machen. Was soll das? Bevor man alleine das spielt, kann man es auch einfach aufnehmen, hochladen und dann können andere Leute da ihren Daumen runter geben. Ist doch toll. Why not? Ah ja, da kommt schon der Gegenzug. Ein bisschen grüßen. Ah, und schon haben wir Grün. Beachtlich, wie das Signal auf freie Fahrt gesprungen ist, als er gerade einen halben Meter die Weiche verlassen hat. Da war der FDL sehr schnell. Sehr reaktionsschnell war der Fahrdienstleiter da. Man merkt, dass er hier uns so wenig wie möglich warten lassen möchte. Am besten noch während der Zug drin ist schon mal freie Fahrt geben, weil man ja eh noch braucht, eine Zeit braucht, bis man an der Weiche ist. Und gleich wird es schon wieder langsamer, sehen wir hier an der Vorschau sozusagen. Aber ich beschleunige trotzdem erstmal auf 120, mal sehen. Wir kriegen ja eh ein Vorsignal, wenn ich abbremsen muss.
Wir müssen ja gleich eh wieder bremsen, dann kann ich ja schon mal hier vom Gas runtergehen. Eine sehr grüne und idyllische Strecke, muss ich anerkennen. Wann kommt denn das Vorsignal? Ich muss doch bald kommen. Jetzt wäre so ein Streckenbuch praktisch. Es gibt so Zettel, die benutzen die echten Lokführer. Da sehen sie, bei welchem Kilometer oder bei welchem Hektometer was zu finden ist. Also zum Beispiel, wo Signale sind, wo Bahnhöfe sind, wo Weichen sind und so weiter. Ah ja, hier. Hier kriegen wir jetzt eine 8, also 80 km/h. Ein blaues Auto. Und hier kann es wieder schneller werden. Schön aufdrehen, Vollgas. Die Lok sollte eigentlich sehr stark sein, aber wir sehen gerade, dass wir bei der Bergauffahrt hier schon Schwierigkeit haben, auf 100 km/h zu kommen. Also der Zug scheint schon einiges Gewicht zu haben, dafür, dass das so lange dauert, dass wir die 100 km/h jetzt erreichen, die wir hier immer noch fahren dürfen. So, 100 km/h erreicht. Na, so ein bisschen kann man noch drin lassen. Jetzt geht's bergab. Und wieder auf 80. Ah, wir müssen wieder einen Zug durchlassen, einen Regionalzug. Gut zu wissen. Stellt sich nur die Frage, wo wir ihn durchlassen müssen, aber ich denke mal, das werden wir noch herausfinden. Also, hier haben wir ein gelbes Vorsignal. Das heißt also, das nächste Signal könnte rot sein. Vermutlich werden wir gleich hier beim Bahnhof
auf ein Nebengleis geführt, auf ein Ausweichgleis. Hier wieder ein gelbes Vorsignal. Ja, das habe ich schon erwartet. Hier rechts haben wir Tanks. VTG, was auch immer das ist. Und solange wir wissen, dass das nächste Signal rot ist, können wir auch langsam rollen. Ist ja egal. Ob wir stehen oder ob wir rollen, wir kommen ja sowieso nicht dran vorbei. Ich denke mal, da kommt es auch auf den Fahrgastkomfort an. Das könnte für den Fahrgast etwas beunruhigend sein, so langsam zu rollen. Den anderen könnte es auch beunruhigen, wenn der Zug steht. Völlig egal, denke ich. Wobei wir schon hier das Gleis freimachen müssen. Denn der Regionalzug, der uns entgegenkommt, der wird ja wahrscheinlich hier rauskommen. Deswegen müssen wir das Gleis schon freimachen. Und außerdem hält der Regionalzug ja vermutlich hier auch. Also ist das ja doch nicht so wichtig. Wenn der Regionalzug sowieso hält, dann müssen wir das Gleis da vorher nicht so schnell freimachen. Ascheberg heißt das hier. Ah, und wir sind auch nicht der Einzige, der hier wartet. Ein Kollege hier rechts wartet auch mit seinen kleineren Kesseln. Ja, der Regionalzug kann kommen. Und der Regionalzug, der hält ja vermutlich hier. Werden wir sehen. Ein interessanter Bahnhof ist das. Also wir haben hier ein Gleis rechts, das zwei Bahnsteige hat, wie es aussieht. Ich frage mich, ob das in echt auch so ist. Und dann kommt noch dazu, dass ja bei diesem Gleis, das führt ja nur hierhin. Also ist das hier eine Sackgasse oder geht das hier noch weiter? Ich vermute mal, dass es weitergeht, denn sonst wäre das ja komisch, wenn das hier so ein Industriegleis für diesen Industriechemiebetrieb ist, dass dann hier gleich zwei Bahnsteige dafür sind. Ich kann mir gut vorstellen, ach, eine Tischlerei haben wir da rechts auch noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser äußere Bahnsteig inzwischen weg ist. Einfach aus Kostenoptimierungsgründen. Bald müsste der kommen, der Regionalzug von vorne. Ein etwas langweilig aussehendes Dorf, aber immerhin mit Chemiebetrieb. Und hier können wir ja mal gucken, wie das etwas von oben aussieht. Mit unserer kleinen Drohne. Der professionelle Lokführer hat natürlich immer eine Kameradrohne dabei und kann so in der Luft herumfliegen und gucken. Ach, das ist ein See. Ah, deswegen sieht das da so trist aus, weil das ein See ist. Das ist ja schick hier. Da ist doch bestimmt ein Anleger irgendwo. Können wir da den Zug schon sehen, der uns entgegenkommt? Nee, da reicht die Sichtweite wieder nicht für. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bestimmt schön da. In
Wie heißt das nochmal hier? Na? Altenberg, glaube ich. Schade. Ascheberg, in Ascheberg, ja. Schade ist, ich meine, es gibt hier wirklich, ich meine, dass es hier wirklich eine Funktion gibt, dass man sich frei bewegen kann. Also, dass man hier auch die Lok verlassen kann und so frei im Gelände herumfliegen kann. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das aber mal gesehen, das geht irgendwie. Aber ich weiß es nicht und deswegen muss ich hier so... Diese Perspektive gibt es auch noch, das ist die 6. Immerhin können wir schön weit wegzoomen hier und den gesamten Zug von oben sehen. Ja, da kommt der Gegenzug. Und schon wieder geht's sofort wieder los. Dieser sogenannte Regionalzug scheint hier nicht zu halten. Aber Hauptsache, wir sind hier gehalten. Schöner Vorgarten mit Blick auf die Schiene, das ist doch schön. Bei stolzen 4 FPS. Jetzt habe ich das Schild übersehen, ob wir jetzt schon hier über 60 fahren dürfen. Denk mal, ja. Warum nicht? 80 dürfen wir vermutlich fahren. Oh nein, nicht schon wieder. Was will denn der von uns? Immer diese FDLs, die uns belästigen hier. Durch die Zwischenfälle haben sie Verspätung. Bitte machen Sie sich keine Gedanken darüber. Nichts leichter als das. Wir sind ja schließlich bei der Deutschen Bahn. Warum sollten uns Verspätungen auch interessieren? Hahaha. Der nächste Schenkelklopfer. Es kann auch gut sein, dass wir hier eigentlich 100 fahren dürfen. Aber egal. Wir sollen uns ja keine Verspätungsgedanken machen, also ist das unwichtig. Außerdem, je langsamer wir fahren, desto länger müssen die Autos warten. Und das ist gut.
Ich glaube, dass wir wirklich 100 fahren sollten statt 80. Mal gucken. Müsste passen. Ein Vorsignal, das grün zeigt. Endlich. Freie Fahrt. Wo kommen wir denn jetzt rein? Das ist ja ein interessantes Schloss, das da vorne zu sehen ist. Und 80, Zwangsbremsung. Vermute. Ja. Ich hab das Schild übersehen, nachdem wir auf 80 runterbremsen müssen. Aber egal. Gab doch keine Zwangsbremsung. Glück gehabt. Schade, dass wir hier nicht schneller als 100 fahren dürfen. Hier geht's auch nur geradeaus. Warum fahren wir nicht 120? Bald sind wir in Lübeck. Bald heißt hier natürlich in 40 Kilometer nur. Naja. Und wir hätten schon seit einigen Minuten da sein sollen. Das kann jetzt ja wohl nicht meine Schuld sein. Aber was hat der Fahrdienstleister, der Leiter eben noch mir gesagt? Ich soll mir keine Gedanken darüber machen. Ich bin nur leicht beunruhigt, ob das jetzt irgendwie auf die Auswertung sich einschlägt. Dass ich so eine starke Verspätung habe. Aber wie gesagt, ist ja nicht meine Schuld.
Ah, da ist unsere erwartete 80er-Zone angekündigt. Und ein gelbes Vorsignal, also 60 km/h. Jetzt bremse ich mal mit der Betriebsbremse, also mit dem Getriebe. Zum Stehenbleiben sollte man die herkömmliche Luftdruckbremse nehmen. Und zum Abbremsen, also zum Verringern der Geschwindigkeit, wenn möglich die Betriebsbremse. Ich versuche mal etwas mehr das jetzt zu machen. Und ein Steineschmeißer auf der Brücke. Wieder ein schöner See hier. Was heißt denn das hier? Konnte ich nicht lesen, zu schnell. Und eine 120er-Zone erreichen wir hier jetzt. Da können wir endlich mal wieder aus der Lok alles rausholen. Wir haben fast unsere Höchstgeschwindigkeit von 120 erreicht. Jetzt. Und wir können sogar rüber. Na sowas. Ich frag mich, was die Höchstgeschwindigkeit von dieser Baureihe ist. Vielleicht 140? Oh, ein gelbes Vorsignal und 100. Na, das ist jetzt auch eine Zwangsbremsung. War ja wieder, schon wieder so schlecht angekündigt hier.
So. Hatten wir jetzt die erste Zwangsbremsung drin. Naja. So, nochmal. Es gibt immer wieder Probleme. Wenn man Zwangsbremsung hat, dann dauert das ein bisschen, bis man hier wieder weiterfahren kann. Jetzt fahren wir mal an das nächste rote, an das nächste Signal ran. Und Lübeck ist immer noch 30 Kilometer weg. 31 sogar. Wer jetzt noch mitguckt, ist wirklich wahnsinnig. Ich habe letztens, also vor ein paar Jahren inzwischen, schon mal ein Video als das langweiligste Let's Play überhaupt bezeichnet. Ich denke mal, das ist jetzt das langweiligste Let's Play überhaupt. Komischer Personenzug mit N-Wagen und dieser kleinen Lok da. Das ist ja eine interessante Konstruktion hier, weil hier kein Platz ist dazwischen, haben die das hier oben hingebaut. Das sieht ja komisch aus. Bei solchen Konstruktionen frage ich mich, wie teuer das ist und ob man das wirklich genauso machen muss. Ja, ich habe mein Ladekabel jetzt mal rausgeholt, um etwas anzugeben. Damit, dass ich einen Laptop mit Akku habe. Ein MacBook sogar mit Akku. Das wird auch sehr warm hier. Muss man Ventilator anmachen. Sonst hält man das ja gar nicht aus. Tja, auf was warten wir jetzt eigentlich noch? Diesmal hat sich der FDL gar nicht gemeldet. Also scheint der FDL hier von diesem Kaff, bei dem wir jetzt gerade sind, ein bisschen unfreundlicher zu sein. Der andere, der hat uns förmlich alle paar Sekunden angerufen und auf den aktuellen Stand gehalten. Und der FDL hier, der, ja, der sagt einfach, bleib mal stehen, weil darum. Vielleicht, weil er einfach gelangweilt ist. Das ist so ein Sadist, der FDL. Der möchte einfach, dass Leute warten müssen.
Ha, das ist gar kein Zug. Das sind nur Wagen ohne Lok, die da rumstehen. Theoretisch könnten wir die mitnehmen. Also ich könnte jetzt... Ach nee, das Signal ist rot. Schade. Ich hätte jetzt theoretisch vorne ransetzen können und die mitnehmen können alle. Wir haben ja eh schon einen Container. Aber das wäre blöd gewesen. Dann würden wir nämlich sehr langsam nur noch anfahren können. Dann könnten wir den Fahrplan überhaupt nicht mehr einhalten. In Eutin sind wir. Hier wurde auch der Euter erfunden. Und noch etwas wurde hier erfunden, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Da kommt doch bestimmt noch ein anderer Gegenzug. Und warum haben wir hier eigentlich zwei Signale, also zwei Hauptsignale untereinander? Das weiß ich leider nicht. Ich denke mal, dass das irgendwie was auf sich hat, wie zum Beispiel, dass das hier ein Sonderbefehlsignal ist oder zum Rangieren oder so. Und das da oben ist das eigentliche reguläre Hauptsignal. Das ist jetzt mal mein Verdacht. Oder das bezieht sich auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung zum Beispiel.
Nach einer kurzen Unterbrechung kommt schon der erwartete Gegenzug. Mit zwei Lokomotiven vorne dran. Und wie ich die FDL hier kenne, werden wir direkt ein freies Fahrtsignal bekommen. Sobald er auch nur halbwegs über die Weiche rüberkommt. Und wieder ein gelbes Vorsignal, was uns bald erwartet. Aber bis dahin können wir noch etwas Gas geben. Und ein gelbes Vorsignal, also wird jetzt eifrig gebremst.
Die 40 km/h rühren daher, dass diese Weiche hier, dass man auf diese Weiche nicht so schnell rauffahren darf. Das liegt an dem Radius. Die Weiche hat einen sehr kleinen Radius, wie man hier sieht. Also die ist sehr direkt, sehr kurz. Und deswegen, ja, deswegen die 40 km/h hier. Hier rechts scheint ein ehemaliger Bahnhof zu sein. Ja. Nee. Wir biegen ja nicht ab, wir fahren ja geradeaus. Wir können schön schnell fahren. Diese 40 km/h, die da eben stand, die gilt nur für Leute, die die Weiche nach rechts nehmen. Ich habe den kleinen Pfeil zu spät gesehen.
Nur noch 3 Kilometer bis Lübeck. Und wir erreichen den Bahnhof Lübeck und bremsen deswegen ab auf 60 km/h. Da haben wir schon den Bahnhof. Und wie wir sehen, gab es damals offenbar noch keine Halle. Keine Bahnhofshalle. Der Lübecker Hauptbahnhof ist ja heute überdacht. Das war ja damals offenbar nicht. Und auch komisch, dass es hier keine Treppe gibt. Also wir halten außerhalb der Halle. Ah, dann war die Treppe an der Seite. Na gut. Ja, eigentlich gut genug. So. Können die Leute endlich aussteigen hier in Lübeck? Also gibt's doch ein Bahnhofsdach. Ich habe mich geirrt. Ich wusste nicht, dass es noch ein Gleis außerhalb der Halle gibt. Das scheint es irgendwie nicht mehr zu geben. Weiß ich nicht.
Naja. Und jetzt geht diese tolle Fahrt weiter nach Büchen. Büchen liegt auch an der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Aber wir werden von der Seite an Büchen rankommen. Also wir werden nicht über Hamburg fahren, denke ich. Nach Hamburg geht's hier nach links. Hier sehen wir jetzt eine perfekte Einsatzstelle für unsere Betriebsbremse, nämlich wenn es bergab geht. Mit einer Druckluftbremse müsste man also ständig bremsen, um die Geschwindigkeit niedriger zu halten. Das nutzt dann die Bremsbacken ab. Aber bei einer Betriebsbremse, da kann man einfach dauerhaft etwas bremsen, leicht abbremsen. Ohne dass dabei irgendwas abnutzt. Verschleißfrei ist die Bremse. Hier rechts geht's nach Hamburg, meine ich.
Und ja, ich habe das hier gesehen. Und hier haben wir einen Funkturm, auch interessant. Wie man sieht, müssen wir bald wieder auf einem Ausweichgleis, ein Überholungsgleis oder wie auch immer man das nennt. Ziemlich bergig hier. Und da ist schon unser gelbes Vorsignal. Mal gucken, ob wir mit der Betriebsbremse hier auch runterbremsen können. Es wird knapp, aber wir schaffen das offenbar. Also mit der Betriebsbremse auf 40 abzubremsen scheint funktioniert zu haben. Ein Akkutriebwagen, meine ich. Ich glaube, dass die elektrisch sind, diese kleinen.
Und schon fährt er los. Ich meine, dass wir hier 100 fahren dürfen. Und 80 erst beim nächsten.
und auf das Überholgleis. Mölln. Aha. Ah, ich habe mich verdrückt. Thank you.
Und hier sind wir am Keilbahnhof Büchen. Hier nach links sind wir letztens im letzten Video lang gefahren und gehalten. Und hier geht's in Richtung Lüneburg. Keilbahnhof Büchen, falls ich Kopfbahnhof gesagt haben sollte. Keilbahnhof heißt es. Ja, ich sollte mal halten. Das wäre mal eine gute Idee. Ach nee, hier noch nicht. Gut zu wissen. Da hinten soll ich also erst halten. Wusste ich ja nicht. Sieht so bahnsteigig aus hier. Komisch. Komischer Bahnhof hier. Joa, da wären wir in Büchen. Und das war's dann von dieser langweiligen Fahrt. Mit einem merkwürdigen Fuhrpark. Wobei der Fuhrpark gar nicht so merkwürdig ist. Also so die ersten Wagen hier, die ersten drei mit dieser Lok hätten da wirklich zu der Zeit fahren können. Also naja, nicht wenn das nach 1990, also vor 1990 gewesen wäre. Das ging nicht. Denn das ist ja schließlich eine Ostlok. Und wir sind ja hier in Westdeutschland, in Büchen. Ja. Und statt einer Auswertung bekommen wir einen Anwendungsfehler. Egal, wir haben das Ziel erreicht. Und darauf kommt es ja an.